Willkommen in Berlin-Köpenick, der grünen Lunge Berlins. Köpenick, insbesondere Friedrichshagen, ist umgeben von Wasser und Wald. Friedrichshagen mit dem Müggelsee ist das Schmuckstück von Köpenick und ein Insider-Tipp für alle Berliner. Rund um den Müggelsee können Sie die Natur erleben. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise rund um den Müggelsee und berichten über die besten Wanderwege, Radfahrwege und Locations. Wir starten unseren Ausflug direkt vom neuen Bauprojekt. Hier entstehen 22 Eigentumswohnungen. Ein architektonisch durchdachtes Ensemble zwischen Alt- und Neubau. Nur wenige Meter von hier entfernt beginnt der Müggelsee. Bekannt ist das Berliner Bürgerbräu und hier beginnt auch gleich die Uferzone. An sonnigen Tagen liegen die Friedrichshagener auf der Wiese oder sie genießen ihren Kaffee im Restaurant. Beliebt sind die Dampferfahrten auch zum kleinen Müggelsee, nach Rübezahl oder auch in die Berliner City. 1911 entstand der Spreetunnel. So gelangen sie auf die andere Uferseite. Hier befinden sich mehrere Badestellen, besonders beliebt bei jungen Leuten ist der Teppich. Und gleich gegenüber befindet sich der Segelclub und dahinter unser Bauprojekt. Von den oberen Wohnungen aus haben Sie den Blick auf die Müggelspree. Beim Teppich beginnt der gut ausgebaute Europa-Radwanderweg. In ca. 3 Kilometer sind Sie im Ausflugslokal Rübezahl und an der Dampfer Anliegestelle. Sie können sich hier ein Boot ausleihen, Sie können den Spielplatz nutzen mit Ihren Kindern oder Enkelkindern. Wer die Natur liebt, kann auch einen Abstecher zum Teufelssee machen. Hier gibt es viel zu entdecken, den Naturlehrpfad, eine Ausstellung und natürlich den See selbst. Der Sage nach soll eine verwunschene Prinzessin im See leben und an ruhigen Tagen hört man sie manchmal weinen. Folgt man dem Europa-Radwanderweg weiter, ist man am kleinen Müggelsee. Hier gibt es eine große, sehr beliebte Badestelle. Nach dem erholsamen Stopp begeben wir uns auf die Rückreise in Richtung Friedrichshagen und überqueren hierzu die Triglaff-Brücke über die Müggelspree. Wir befinden uns nun in Neu-Venedig. Die Siedlung verdankt ihren Namen den vielen Kanälen und Brücken, die es hier gibt. Der nächste Stopp ist der Borkenstrand in Ransdorf. Hier befindet sich ein Bootsverleih, eine Segel- und Surfschule sowie eine Liegewiese und ein Restaurant. Von der Borke geht es zurück nach Friedrichshagen in das nächste Seebad. Hier gibt es einen Bootsverleih, einen Sprungturm und ein kleines Restaurant. Und 800 Meter weiter entfernt befinden wir uns wieder an unserem Bauprojekt. Hier endet unsere Reise rund um den Müggelsee.